Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bei mir aus dem Keller, denn wir beziehen heute unsere Wohnwagenpolster des Mietwohnwagens mit Bündchenstoff. Das habe ich ja bei unserem eigenen Wohnwagen auch schon gemacht, aber das haben wir da damals nicht gefilmt. Ihr habt es aber gesehen und ich dachte heute, ich nehme euch einfach mit und zeige euch mal, wie wir das machen. Allerdings sage ich dazu, ich bin nicht der Nähmaschinen- oder Nähprofi. Ich habe auch in YouTube ein paar Videos geschaut von Damen, die das ganz gut können. Und es ist wirklich nicht schwer. Also man braucht eine Nähmaschine. Okay, es geht vielleicht auch ohne. Aber ansonsten nehme ich euch einfach mal mit, wie ich da vorgehe, wie ich das mache. Und das Ergebnis seht ihr ja gleich dann selbst. Viel Spaß bei dem Video. Nach dem Intro geht's direkt los. Ja, kurz noch zur Vorgeschichte. Ihr seht hier, das sind unsere Polster in so einem schönen Petrolton, Blau-Grünton. Und wir haben uns Bündchenstoff besorgt in haargenau derselben Farbe, weil wir haben im Wohnwagen, wer die Bilder gesehen hat oder das Video gesehen hat, hat es gesehen, es sind ja noch Taschen dabei und auch so verschiedene Designelemente, die auch in der Farbe sind. Deswegen wollten wir jetzt keine andere Farbe dafür nutzen. Aber den Bündchenstoff, das ist ja eine Schlauchware, das heißt, das ist ja Bündchen. Ihr seht es hier, das ist ein Schlauch, den man hier flexibel dehnen kann. Bei den großen Polstern hier muss man die schon extrem dehnen, das sehen wir gleich. Das ist schon relativ kraftaufwendig, weil er hat einen 70er Umfang. Also hier so in dem normalen Maß sind 35 cm. Das Ganze sind 70 cm logischerweise als Schlauch entsprechend. Und im Internet bekommt ihr die Stoffe, das Bündchenstoff in verschiedenen Farben, Mustern, was auch immer ihr bekommen könnt. Es gibt auch vor Ort bei euch irgendwelche Läden, wo man das kaufen kann. Das habe ich auch nachgeschaut, aber gab es bei uns nichts oder kein Laden, wo wir so einen Stoff herbekommen haben. Der Stoff in unserem Wohnwagen hier ist jetzt dieser hier. Das ist der braune Stoff, den haben wir uns damals besorgt. Da habe ich halt noch eine Restmenge. Wenn ich mal noch einen nachbeziehen müsste, könnte ich das natürlich dann tun. Also insofern, den Stoff könnt ihr euch besorgen. Ist ein Bündchenstoff, ist normalerweise 35 cm, also Schlauch dann 70 cm. Und mit dem kann man ganz normal arbeiten. Und jetzt geht es zunächst mal dran, das Ganze abzumessen. Und zwar auf die Polster zugeschnitten. Und da schauen wir jetzt mal genau, wie das funktioniert. So, ihr legt einfach den Bündchenstoff hier in der Breite ganz normal hin. Und dann nehmt ihr euer zu beziehendes Polster, wie das hier, und legt es einfach mal drauf. Wichtig ist, dass der Stoff ungefähr die Hälfte dieser Höhe nochmal mit abdeckt. Ja? Vorne und hinten. Das heißt, hier vorne gucke ich schon mal gleich, dass wir die Hälfte ungefähr haben. Und hier hinten auch. Und dann nehmen wir eine normale Schere. Ungefähr das Maß. Wie gesagt, es kommt nicht auf einen Zentimeter an. Lieber einen Zentimeter mehr wie zu wenig, weil nachträglich abschneiden, natürlich könnt ihr immer noch. Ja? So, dann haben wir schon mal das Maß genommen und haben jetzt hier quasi das Ganze schon mal vorgefertigt. Und jetzt gehen wir an die Nähmaschine. Ich zeige euch den nächsten Schritt. So, nachdem wir ihn zugeschnitten haben, habe ich ihn auf links gedreht, den Stoff. Also einmal umgekrempelt. Und diese Seite jetzt hier, die lange, nehmen wir zusammen. Wichtig ist, je nachdem, wie lang das Polster hier ist, die Länge hier, ja, die ist etwas länger wie 35 cm. Dann muss ich jetzt beim Nähen, ich mache einen geraden Stich, denke ich, das reicht. Das hat beim alten, bei unserem Wohnwagen, wo ich es genäht habe, auch gereicht. Allerdings am Anfang, am Ende mache ich so ein Vor- und Zurück mal, damit das quasi die Naht nicht aufgehen kann, gerade am Anfang und am Ende. Und ich dehne, während dem Nähen, dehne ich den Stoff etwas. Bei den kleinen Polstern brauche ich das nicht so extrem zu machen. Da fehlen mir nur ein paar Zentimeter, dehne ich ab und zu, dass der schön, dass die Naht bis hier auf dem gedehnten Stoff ist, dass er sich schön dehnen lässt. Bei dem großen Polster muss man das nachher extrem machen, damit man überhaupt das Stoff drüber bekommt, beziehungsweise ansonsten reißt mir komplett die Naht auf, weil ja das kein elastischer Faden ist, den ich hier verwende. Es gibt auch elastische Fäden, die dann irgendwie das Ganze mitmachen, wie auch hier der Bündchenstoff, der elastisch ist. Habe ich jetzt aber nicht und deshalb muss ich es entsprechend dehnen beim Nähen und dann passt das auch schon. So, nehmen wir mal zusammen. Musik.
So, Naht fertig. Die eine Seite. Jetzt schneiden wir noch die Fäden ab, vorne und hinten. Und dann ist das schon erledigt. So, jetzt gehen wir hin und machen an der einen Kante und an der anderen Kante machen wir so eine Art Dreieck. Ziehen wir einmal den Stoff hier auseinander, dass wir hier so ein Dreieck entsteht. Ich zeige euch das mal kurz. So wie hier. Ja, so ein Dreieck haben wir dann. Schläg's mal hier hin. Schnell mal mit weiter runter. So, also ich habe hier so ein Dreieck. Jetzt müssen wir vom Stoff her gucken, wie hoch der Aufbau ist hier von dem Dings. Das sind hier einmal 17 cm und hier sind es 12 cm. Also wir kriegen jetzt nicht so richtig alles hin. Das ist ja, ich will jetzt nicht zwei verschiedene machen. Dann nehmen wir einfach mal ein Mittelmaß, so 14 cm. Gucken wir mal, wo das ist. Ungefähr hier. Ich zeichne mir das jetzt einfach mal an. Okay, gut. Und da müssen wir jetzt einmal, wie der Strich ist, quer rüber fahren mit der Maschine. Also hier unten eben ist unser normaler Strich, Schnitt. Und hier fahren wir einmal quer rüber. Das ist quasi für den Aufbau die Polsterdicke quasi zu überwinden. Das sehen wir aber gleich, wenn wir drüber ziehen. So, jetzt haben wir hier einmal eine Naht sitzen und an der Naht jetzt, so sieht die Naht aus, hier ist die Naht und hier schneiden wir jetzt einmal entlang an der Naht, aber nicht in die Naht reinschneiden natürlich. So, so schneiden wir dann hier so ein Dreieck, schneiden wir raus und haben jetzt hier so eine Naht. Und das Ganze machen wir auch mit der anderen Seite, auch hier wieder vor der Naht mit einer Zentimeter Zugabe ungefähr abschneiden. So, jetzt stülpen wir das Ganze mal um. Und dann seht ihr schon, was da draus geworden ist, vermute ich mal. Jetzt verhalte ich mal meine Hand rein. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ja, also quasi wie so ein schöner Polsterbestoff. Und jetzt beziehen wir das Polster und dann zeige ich euch, wie es aussieht. So, das haben wir jetzt bezogen. Schaut mal her. So sieht das aus. Also hier sind die Nähte. Man sieht man es ganz gut, glaube ich. Ist nicht perfekt hier, man sieht es, aber ich denke mal, so für mich als Laien ist das schon okay. So, jetzt haben wir fertig genäht. Jetzt haben wir hier noch die eine Seite, wie gesagt, offen. Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Entweder, wie schon gesagt, ihr lasst es offen, steckt es nur rein. Dafür habe ich jetzt die Seiten ein bisschen kurz gelassen. Oder ihr geht hin und näht einen Reißverschluss ein. Das geht natürlich auch. Oder, wie ich jetzt zum Beispiel, was auch noch geht, ist Klettband dran nähen oder kleben. Aber ich weiß nicht, ob das so funktioniert mit dem Klett. Und ich habe mir jetzt bei unserem Wohnwagen auch schon so ein Druckknopf-Set gekauft. So Druckknöpfe. Da ist dann so eine Zange dabei. Und dann machen wir hier einfach Druckknöpfe dran, die ich dann hier reindrücke, damit das hier zu ist. Und wenn ich es aber abnehmen will, zum Waschen zum Beispiel, kann ich wunderbar die Druckknöpfe aufmachen und mache es einfach zum Waschen. Damit das ein bisschen mehr Halt hat mit den Druckknöpfen, mache ich es so, dass ich das Ganze hier doppelt nehme. Also ich versuche immer die Seite doppelt zu fassen und da den Druckknopf dran zu reinzuquetschen, weil sonst ist das der Stoff so dünn und dann reißt es vielleicht aus. Das war so meine Bedenken, deswegen nehme ich es immer doppelt. Also vorne und auf der Rückseite auch doppelt, damit der Druckknopf etwas mehr Halt hat. Also ich lege dann erstmal hier immer so eine doppelte Seite, schlage das dann so ein bisschen ein. Klar, wir haben hier so eine Seite übrig stehen. Da muss man nachher gucken, dass man die geschickt hier unten reinfaltet. Ne? So ganz 1000% sauber ist es natürlich nicht. Wenn ich jetzt einen Profi das machen lasse, natürlich ist es mit Sicherheit sehr, sehr sauber. Aber gut, da wir es ja selbst machen,
müssen wir uns damit zufrieden geben. Das ist aber ohnehin die Seite, die an der Wand später dran ist. Das sieht man ohnehin nicht, wenn es dran ist. Also von daher ist es ohnehin nicht so ganz dramatisch. Jetzt haben wir die Reihe durch. Jetzt machen wir das mal zu. Komplett. So, jetzt können wir das noch ein bisschen einschlagen. So, und dann hat mir das Ganze, ich zeige euch das nochmal in die Kamera, hat mir das Ganze mit Druckknöpfen zugemacht. Also ich denke, das kann man sehen lassen. Wie gesagt, diese Seite ist hier dann an der Wand. Das heißt, man sieht die nicht. Und dann ist es auch jetzt so, okay, wie es hier geschlossen ist. Von Weitem sieht es noch sauberer aus. Wir stellen hier die Seiten rüber. Das kann man nicht anders machen. Zumindest ich kann es nicht. Vielleicht geht es auch anders. Ich wollte euch nur mal zeigen, dass man mit Bündchenstoff so ein Polster von einem Wohnwagen beziehen kann. Jetzt wie in unserem Fall einfach als Schutz der Originalpolster, wenn da mal was drüber läuft, mal Schokoflecken drauf sind oder was auch immer, sind die erstmal hier in dem Bündchen drin. Das heißt, es kann man schön abziehen und waschen. Es geht nicht direkt aufs Originalpolster, wobei natürlich die Originalpolster auch strapazierfähig sind. Das darf man nicht vergessen. Aber ich finde es ganz gut, so Bündchenstoff drüber zu ziehen. Materialkosten jetzt, gut, die Druckknöpfe hatte ich noch, aber Materialkosten von den Bündchen, das waren glaube ich 35 Euro und ich habe schon 1,2 Meter mehr bestellt, dass ich ein bisschen variabel bin, auch noch ein bisschen Reserve habe, also ist kein Preis und der Aufwand hier vom Nähen und sowas mit allem drum und dran, ich sag mal, ist man vielleicht 2-3 Stunden beschäftigt, also ist es durchaus akzeptabel. Für all diejenigen, die natürlich einen älteren Wohnwagen haben, wo die Polster nicht mehr so ganz modern sind und nicht mehr so schön frisch sind, da ist es natürlich auch sehr praktisch, weil man kann ja mit dem Bündchen eine ganz neue Optik dem Ganzen verleihen und kann jetzt ein Blümchenstoff, wo man mal früher hatte, kann man beziehen mit Grau, mit Schwarz, mit Weiß, mit was man möchte. Gibt es ja in allen Farben und hat dadurch natürlich eine relativ moderne, wenn man will, Optik vom neuen Wohnwagen, von der Sitzgruppe oder was auch immer. Also es ist natürlich sehr, sehr praktisch und wie gesagt, die meisten können das selbst machen mit ein bisschen Geschick. Es sieht natürlich jetzt nicht so ganz profihaft aus wie bei mir. Ein richtiger Profi macht das bestimmt noch etwas besser. Aber das kostet dann natürlich auch wieder sein Geld und man hat so schön was selbst gemacht. Also ich hoffe, ich konnte mit dem Beitrag hier dem einen oder anderen nochmal den Hinweis geben, dass man mit Bündchenstoff die Polster vom Wohnwagen beziehen kann, entweder zum Schutz oder um das Ganze einen neuen Look zu verleihen. Wie gesagt, ich zeige euch das nur hier, wie ich das jetzt gemacht habe. Es ist kein Profi-Tipp, weil ich kein Profi bin. Ich habe es auch mir abgeguckt in einem YouTube-Video, wie das funktioniert. Fand es sehr einfach und möchte euch jetzt über meinen Kanal jetzt hier nur darauf aufmerksam machen, dass es die Option gibt. Vielleicht schaut ihr einfach mal dann im YouTube nochmal bei Profis vorbei, wie die das denn machen, wie die das erklären. Vielleicht sind noch ein oder andere besser wie ich dabei. Aber mir ging es nur mal darum, euch mal zu zeigen, wie einfach das doch ist, das als Laie, ich bin Laie in dem Thema auf jeden Fall, das zu machen und so relativ schnell seinen Wohnwagen aufzuhübschen oder zu schützen, wie man das möchte. Ja, lasst mir gerne Kommentare da, ob ihr auch schon mal sowas gemacht habt oder ob ihr das vielleicht jetzt nutzen wollt. Würde mich mal interessieren, wie ihr das findet. Ansonsten lasst mir gerne ein Like da und ein Abo für meinen Kanal wäre auch ganz nett. Ansonsten, wir freuen uns aufs nächste Video. Bis dahin, macht's gut.